Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Gamepad Diaries, diesmal mit Left 4 Dead 2 auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad im Realism-Modus. Und wir haben zwei Gäste dabei, den Twickers. Guten Abend. Und den Crappy. Atmosphärisches Rauschen. Ja, warum sind Gäste dabei? Weil Benson und ich nicht dieses Spiel auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad mit Bots spielen wollen. Ja, kurze Einleitung. Left 4 Dead 2 ist ein Action-Spiel. Zombie-Apokalypse, aber anders als DayZ. Keine offene Welt, eine feste Story, der man folgt. Und man metzelt sich wirklich durch die Zombie-Horden durch. Und wir spielen das halt auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Und der Realism-Modus bedeutet einfach, man sieht sich nicht durch Wände. Und wenn der nicht an ist, sieht man halt Umrisse. Das heißt, man weiß, wo jemand ist. Und verliert sich nicht so schnell. Ja, und wir fangen das jetzt einfach mal an, gucken, wie weit wir kommen und ob wir überhaupt eine Mission schaffen. Genau, und wir spielen chronologisch, also wir spielen erstmal die Mission von Left 4 Dead 1, obwohl wir in Left 4 Dead 2 sind, da kann man ja auch die Mission spielen. Deswegen fangen wir an mit No Mercy, beziehungsweise Mercy Hospital ist auf Deutsch. Genau. Und wüste Beschimpfung im Chat. Haben wir ja zum Glück alles auf Tape, wollte ich jetzt schon sagen. Die Katze ist drüber gelaufen. Ich habe keine Katze. Ein Nachbarskind ist durch mein Fenster reingekommen. Und ja. Ich wurde im Erdgeschoss, das ist möglich. Stimmt, bei dir hört man auch immer irgendwelche Kinder. Ey. Ja, schrecklich. Die werden von den Fliegengittern abgewehrt. Abgerissen. Das Fliegengitter abgerissen. Ja. Mit der Abrisskugel. So ja, voll ins Fenster also rein. Und eigentlich mehr so mit Händen, aber egal. Also eine, so! So eine USB-Abrisskugel wäre doch was. Ja, ich USB bin fertig. Ja, ich bin auch quasi fertig. Noch nicht mit den Nerven, nee, aber das kommt gleich noch, bestimmt. Der Balken ist voll, kennt man ja das Problem. Ach ja, herrlich. Okay. Ich lasse das Intro mal laufen. Ihr könnt ja schon mal euch um die Waffen kloppen. Ach, hier ist ja gar kein Intro. Nee. Das ist, glaube ich, nur, wenn man das Spiel. Oh nein, naja. Ich sterbe als Erster mit dem Charakter. Das ist jetzt schon klar. Du bist immerhin nicht Rochelle, also bitte. Einer hat sein Medikit vergessen. Also, ich hab meins dabei. Achso, wir sind noch alle hier. Ich dachte, ihr seid schon losgerannt. Hat mich mitgenommen. Unglaublich. Moment. So, jetzt hier YOLO. Was? Achso. Ich hab gesagt YOLO. Alter, was hast du mit diesen Farben gemacht? Ich? Dinger haben alle. Okay, irgendwas ist bei mir auf jeden Fall nicht richtig. Ja, das ist bei mir aber auch. Dass manche so blau sind. Ja, also sie sind zumindest nicht normalerweise mit neongrünen Anziehsachen gesehen. Nee, das stimmt. Kann ja nur der Server sein. Oder mit sehr hellblauen und dann sehr tollen Schatten auf dem Boden in Form von vier Ecken. Alter, wie ewig das dauert, bis sie mal down sind. Willkommen im Extreme Realism Modus und da oben liegt immer noch ein Medipack von irgendwem. Ja, immer noch von Fickers. Ach so. Wo seid denn ihr eigentlich? Ich war auf dem Dach. Wieso denn auf dem Dach? Ich bin wieder hochgegangen. Achso. Und da ist mir ein Smoker entgegengekommen. Was? Am Spawnpunkt ist ein Smoker gespawnt? Ja. Okay. Ich höre auch schon wieder irgendwelche, ich glaube, es sind Hunter-Geräusche. Alter, ich bin ja schon halb tot, nur weil mich ein Zombie einmal gehauen hat. Das verspricht noch großartig zu werden. Wenigstens sieht man die jetzt im Dunkeln. Ja, das ist irgendwie ein bisschen doof. Ja. Warten. Naja, egal. Da ist was dahinter. Jetzt nicht mehr. Hier ist auch gar nichts drin. Schön. Alter, ich meine, die leuchten im Dunkeln. Was ist das für ein Scheiß? Ich höre, was höre ich denn? Ich höre irgendwelche Geräusche, die mir nicht gefallen. Hm. Ah, Charger. Oh, wait. Die Horde von hinten? Oh, ich lieg jetzt schon. Fuck.
Ja, ich lieg dann mal auch. Ach du Scheiße, ey. Boah, das wird was. Da glaube ich ein Boomer. Weiß nur nicht wo. Ich glaube, er ist über uns. Wer könnte auch unter uns sein? Irgendwo ist auf jeden Fall ein Boomer. I'm not feeling too hot. Ob da vorne? Nee. Boah, wir sind noch nicht mal aus dem Haus raus, ey. Was ist der denn? Der muss irgendwo hier sein. Ist da drüben was? Ja, ein Boomer ist halt irgendwo, aber... Da unten. Okay. Okay. Oder was? Also geh jetzt raus, ne? Was? Charger! Ja, haben wir es doch schon mal aus dem Haus geschafft. Rekordverdächtige Zeiten. Sind richtig großartig. Ich warte darauf, dass mir... Oh, fuck, Hilfe! Towns. Im Haus, Hilfe! Na! Schön. Oh, das ist super! I'm in trouble. Okay. Oh, bei mir ist alles schon ganz grau. Ja, dann heil dich, wenn alles grau ist, sonst stirbst du noch am nächsten Treffer. Läuft doch. Ja, super. Wirklich. Voll. Ja, komm, wir usen nach 5 Minuten erst unser erstes Healthkit, Mensch. Ist da was? Vorne ist ein Hunter. Pipebomb. Da liegen Pillen rum. Nimmt die wer? Ja, ich hab's genommen. Ich hab ne Pipebomb. Noch irgendwas drin. Da liegt irgendwas auf dem Boden. Oh, ne Kettensäge. Jockey! Sitzt auf mir drauf. Da hinten ist ein Smoker. Ja. Dach? Nee, der ist da hinten. Nee, der ist da hinten unten. Och Mann. Okay. Hat wer die Kettensäge mitgenommen oder nicht? Nee. Borde. Oh fuck. Toll. Voll reingelaufen. Oh, von hinten auch. Ja, vorne ist aber fast nichts mehr. Na, ich benutze dann auch mal, ich bin nämlich auch grau. Hunter, ja. Ist er tot? Nein. Oh, Junge. Keine Munition mehr. Ach, geht doch. Ist hier noch irgendwas? Nein, das ist gar nichts. Ist da nicht gleich schon Ende? Ja, nee. Ich glaube. Doch, ich meine, die erste war nicht so lang. Hier rechts geht's rein. Achtung, einer ist hinter euch. An den Zaun geklettert. Stone. Da hinten kommt ein Boomer.
Smoker, hinten, um die Ecke. Wo ist der Smoker? Der Boomer, der muss irgendwo aus. Oder ist er schon tot? Da ist ein Hunter. Danke. Okay, ich habe den Hunter gerade geaxt. 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 Na, fuck. Ach du Scheiße. Läuft auch super. Ich meine, erstes Level, erster Abschnitt. Schon zigmal gestorben. Ich habe fast keine Munition mehr. Ich bin grau, mal wieder. Na, ich habe noch 200. The safe house ahead? Was? Ich dachte, das ist nicht so lang. Aber wo? Im Subway? Oh, Charger. Ja. Oh, Scheiße. Oh shit. Sitzt auf dem Kopf. Oh, ist das hier das Safehouse? Hier runter. Oh fuck, ich lieg schon wieder wegen Boomer. Charger. Oh scheiße. Ich bin tot. Boston, mach's mal. Ah, oh, scheiße. Läuft auch super für ein erstes Mal. Safehouse ahead. Pff, tot. Oh, richtig. Ja, einfach jeder nur mega konzentrieren muss. Keiner quatscht einfach. Das geht nicht in diesem. Also, das geht schon, aber das geht jetzt nicht gerade. Oh mein Gott, hier liegt deine Axt rum. Ach, ist egal. Außer die will keiner, dann nehme ich die mit. Ja, nimm ruhig. Komm, stehst doch drauf. YOLO. Pistole noch mit. Nehmen wir mal noch ein paar Cornflakes mit. Oh, oh hinter uns, die ganze Incoming. Oh shit. Ich guck grad, ob hier noch irgendwas liegt, aber ich glaube nicht. Ihr schafft das schon. Ich glaube ganz fest an euch. Das lief doch schon mal besser. Na, Smoker! Okay. Oh, ups. Was, ups? Wo bist du? Unter deinem Vorfall? Ja, eine runter und sofort links. Ich dachte, ich habe noch ein bisschen mehr AP. Kann ich die Tür aufmachen, wenn ich liege? Nein. Healen ist for Pussies. Aber eine Adrenalinspritze. Das ist was ganz anderes. Ich höre. Ich glaube, es ist ein Jockey. Nein, es ist ein Hunter. Na dann. Da unten rechts, aber ich sehe ihn nicht mehr. Ja, der steht da. Der ist jetzt rausgesprungen. Das incoming. Ach, man sieht sie wenigstens diesmal. Na, der Hunter ist da noch, stimmt ja. Weg. Jockey! Draußen. Danke. Adrenalinspups.
Rechts, Smoker. Splitter. Bitter. Ja, meine ich doch. Hier noch was? Oh, Marsten. Samurai-Schwert. Läuft doch super. Nicht diesmal nicht. Hier sind Pillen. Ich leuchte sie an. Hier vorne. Ja. Ja, ich habe noch eine Adrenalinspritze. Na gut, dann soll ich irgendwas mitnehmen. Ist da nix? Gott, wo sind die jetzt hier? Nee. Hast du auch mal die Pillen genommen? Ich habe die Pillen mal mitgenommen. Hm. Ah, okay. Ich glaube, ich habe gerade wieder die Adrenalinspritze rein. Nix hinten. Aja, wo? Da vorne kommt. Alter, diese blauen Arme. Übelste Neon-Tattoos, die Zombies, ey. Rave City oder was? Ey, bye. Aber total. Da kommen ein paar. Jockey. Hunter! Toll, ich stehe auf, um wieder umzufallen. Wenn, dann kommen alles, kommt alles auf einmal. Ich liege auch schon. Ja, ich liege auch. Läuft super. Das ist relativ schnell eskaliert jetzt. Läuft super, alles auf einmal. So, ich schluck mal mein Medipack. Ja, ich auch. Ja, dann beeilen wir uns mal ein bisschen zur Station vielleicht, einfach. Ich höre einen Jockey. Was, Witch? Ja. Ich glaube, ich habe gerade das Heulen irgendwo gehört. Ja, ja. Ich auch. Ich höre sie auch. Na, bestimmt vorm Safehouse. Vielleicht hinter der Station. Da fängt die Musik auf jeden Fall an, wenn ich da rechts so ein bisschen hingehe. Boomer vor der Station ist tot. Oh fuck, Alarmanlage von dem Auto wurde ausgelöst. Jetzt kommen wieder viele, oder? Ich muss mich eben verarzten, ich bin auch wieder grau. Dann ist sie dahinter bestimmt. Ja, dann scheißen wir einfach auf sie. Ja, tun wir auch. Splitter! Boah, stirb doch. Charger? In der Station? Okay. Das Safe House. Da, ich seh's. Kommt runter. Hier ist nichts mehr. Runter? Ja. Oh, die Witch! Scheiße. Rennt einfach durch. Die kommt hoch. Geh einfach rein, mach die Tür zu. Mach einfach zu. Nein, Mann! Lass sie zurück. Fuck. Ja, super. Was denn? Du schaffst es noch. Jawohl! Ey, 2 von 4, hallo, gute Quote! Lass ihn zurück, ist egal! Das nennt sich echt Kameradschaft. Ach, lief doch super, ich sehe das Problem. Ja, okay, das mit der Witch war jetzt meine Schuld. Ich dachte, da sitzt ein Zombie und habe aus Reflex geschossen und dann war es halt eine Witch. Und ja, war dann halt ein bisschen böse. Passiert mal. Denke ich auch. Ach scheiße. Ah, es lief halt nicht ganz so gut. Wieso? Geschafft ist geschafft, Mann. Ja, ich weiß. Wir leben doch alle. Wo geht's weiter? Ach, dann fangen wir mal an hier. Schon mal wieder ein bisschen aufräumen, bevor wir überhaupt losgehen. Wieso steht da? Steht auch einer. Man kann sie an ihrem wunderbaren neonblauen Grün nicht übersehen. Dann wollen wir mal.